ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauten und wir feiern 10-jähriges Jubiläum. Wir müssen die Ballongirlande gleich noch aufhängen, aber ich dachte, ich gebe euch einen kleinen Sneak Peek, wie unser Laden jetzt aussieht. Also, kommt mit. Hier sind einmal Eni und ich live im Fernsehen. Nein, das sind für die Kunden, die meinen Channel nicht kennen. Dann können sie mal schauen, was ich so auf YouTube mache. Ihr kennt das natürlich schon. Wir haben viele fertige Sträuße. Da muss ich natürlich auch noch einiges aufbauen. Tolle Kränze. Sommer pur. Und das werdet ihr hier drinnen auch sehen. Wie gesagt, wir kriegen das immer hin, dass der Laden halt noch mit CCs oder Blumenwagen voll steht. Aber das liegt daran, weil einfach Samstag bei uns gepackt wird. Ja, dann haben wir immer sehr schöne fertige Pflanzschalen fertig für euch. Und hier, diese Ecke ist ein bisschen versteckt. Unsere italienische Kräuterecke mit ganz tollen Kräutern. Lavendel auf Stamm. Rosmarin auf Stamm, tolle Außendrazenas, also für draußen hapert es auch nicht. Und den schiebe ich jetzt noch ein Stückchen weg. Hier haben wir natürlich auch ganz nette Sachen. Hier haben wir noch kleine Krönchen, das ist so ein Do-it-yourself, was ich gerne noch mal zeigen möchte. Wenn ihr das gerne sehen möchtet, dann könnt ihr das ja einmal in den Kommentaren schreiben. Ja, hier haben wir jetzt natürlich Sommerblumen-Explosion hoch 10. Wir haben ganz, ganz viel Ware bekommen und es ist noch nicht alles da, aber die meisten Sachen sind da. Und ja, von Blumenampeln bis Oleander, Eukalyptus sogar als Pflanze, tolle Margariten, Cup Daisies, alles, was der Sommer braucht oder was man jetzt so langsam braucht, wenn man Lust kriegt zum Pflanzen. Hier haben wir noch einmal ganz toll Lavendel. Dann schwöre ich ja immer auf diese Blumen hier. Ne? Die Sandaville, die ist auch immer sehr, sehr pflegeleicht. Super für einen sonnigen Balkon, kann ich immer nur empfehlen. Unsere Labio-Kräuter, auch immer ein Erfolg von alles unterschiedliche Minzensorten und Basilikum, Currykraut. Dann ist hier natürlich wieder ein bisschen was versteckt. Hier haben wir unsere kleinen Orangenbäumchen und auch hier ganz tollen Oleander in diesem Lachston, finde ich auch sehr schön. Noch ein paar Kartoffeln, die wir setzen müssen. Erdbeeren, ne? Vieles Gesundes. Da ist mein Bruder Rick. Guten Morgen. Hast du Lust heute? Sehr schön, ja, gut. Der hilft mir nachher hoffentlich bei den Ballons aufhängen. Ja, dann haben wir hier eine kleine Kaktusecke oder Sommerecke, was sehr, sehr schön ist. Und hier kann man seine Ananas selber bepflanzen, Ananastöpfe, wo einfach eine Sansevieria reingesetzt ist. Sehr, sehr niedlich. Dann haben wir hier ein bisschen diese Speckpflanzen oder diese Sukkulenten. Da will ich auch noch irgendwie was Schönes mitmachen. Die sind echt der Burner. Finde ich sehr schön. Kostet jetzt nicht 12 Euro ohne Topf, das ist mit Topf. Ein Angebot. Dann haben wir hier einmal ein bisschen unsere Urban-Style-Ecke. Momentan da dürfen natürlich keine Makramees oder Hängegefäße fehlen, total hot. Das Thema Farn, das Thema Monstera. Hier auch noch mal eine kleine Geschichte, die ich ganz süß finde. Einfach diese Glasbilderrahmen nehmen, einen Farn reinhängen, ganz toll für an der Wand. Dann hat man sofort ein Wandbild. Die Beleuchtung ist noch nicht an, die kommt nachher hoffentlich. Dann haben wir hier so eine kleine Kaffee-Ecke mit Kaffeepflanzen, finde ich auch ganz cool, in so einem Glas fertig gemacht beispielsweise. Und dann kommt da der Kaffee raus. Nein, der kommt nicht da raus. Wir werden hier gleich noch eine kleine Kaffee-Ecke machen und Tee-Ecke für die Kunden. Da draußen machen wir noch eine kleine Sekt-Ecke und da kommt die Kräuterfee. Der Weg ist gerade versperrt. So. Dann wird es hier ein bisschen beachig oder ein bisschen Ibiza-mäßig. Hier haben wir ganz viele Lampignons aufgehangen und ganz viele schöne Accessoires, ob es jetzt tolle Muschelgefäße sind, die finde ich zum Beispiel auch ganz, ganz toll. Kann ich mir auch gut mit einer Speckpflanze vorstellen. Klassiker, diese Windlichter für draußen. Ihr seht, alles ein bisschen in Pastelltönen. Hier wird es ein bisschen koralliger und roséfarbiger. Fehlen darf dies ja noch immer nicht, der Traumfänger oder tolle Makramees.
Back to the 70s. Wahrscheinlich kennt noch ein paar Leute diese Spiegel. Die sind wieder voll am Kommen. Hat meine Eltern früher im Camper in Holland. Ja, und so haben wir ganz, ganz viele schöne Sachen. Und auf diesen schönen Sachen haben wir dieses Wochenende heute und morgen 10%. Also da kann man bestimmt noch einiges Schönes finden. Ja, dann haben wir unsere wunderschönen Kissen, die kennt ihr ja. Haben wir ja genutzt beim Balkon aufpimpen. Hier schon mal so eine Inspiration von unseren tollen Seidenblumen, die wir haben. Ich bin zwar nicht so ein Seidenblumen-Fan, aber wenn man das so sieht, finde ich es sehr, sehr schön. Und hier haben wir noch eine kleine tropische Ecke, finde ich auch sehr cool. Also dieses Jahr auch total hot sind diese großen Vasen hier. Hier sind jetzt einfach ganz schlicht solche grünen Sachen eingepflanzt, Papageien, Vögel. Und ich zeige euch jetzt schon mal so ein bisschen den Weihnachtstrend 2018. Jetzt kommen die Weihnachtskugeln. Weihnachten fehlt nicht. Und das Licht geht an. Sehr schön. Das ist einmal dieses Thema. Einfach dieses Blau, Gold, Grün, das kommt ganz, ganz stark. Und jetzt haben wir diese hier schon eingekauft. Das ist jetzt die Sommerversion. Ein bisschen Kitsch muss sein. Aber alles, was mit Diamanten, Glamour und Glitzer ist, kommt ganz, ganz stark 2018. Zu Weihnachten auf jeden Fall. Und wir starten natürlich schon vorher. So ein bisschen vorreitermäßig. Ja, hier haben wir einfach noch eine nette Sommerecke mit kleinen Sträußchen. Ganz tollen Windlichtern. Die habe ich ja auch schon mal genutzt. Und ja. Die sind schon fleißig am Aufbauen, die Schnittblumen. Dann haben wir noch ein paar fertige Pflanzschalen. Wir müssen noch ein bisschen was aufbauen. Ich werde noch eine Limonade ansetzen. Dann ja, werde ich gleich erstmal Kaffee kochen, Brötchen holen für unsere netten Mitarbeiter. Weil dies, was wir hier jetzt aufgebaut haben in den 10 Jahren, ist jetzt wirklich total gut anschaubar. Aber das sah vor 10 Jahren auch noch ein bisschen anders aus. Und ich bin ganz stolz auf das ganze Team, auf meine Eltern, was die uns, ja, was für einen Weg die uns vorgegeben haben. Und natürlich auf meinen Bruder, dass das Zusammenarbeiten so viel Spaß macht. Dafür einen herzlichen Dank. Und wenn ihr Lust habt, ein Gläschen mit uns zu trinken, dann seid ihr herzlich eingeladen. Bis denn, ich bin raus. Frau, ich werde das jetzt hier befestigen. Wenn ihr mich nicht nur zuschauen möchtet, wie ich Ballons aufhängen möchtet
und Lust und Zeit habt auf ein anderes Video, klickt hier unten. Und auf dem Abo, wo ich auch tolle Do-it-yourself zeige, einfach hier oben.